Guten Morgen. Wie geht's? Tust mir mal einen Gefallen und hältst mich davon ab, mich in ein Auktionshaus einzuschreiben, einem Internet-Auktionshaus. Eigentlich wollte ich nämlich schon längst was kochen. Hab noch nicht mal eingekauft, es gießt in Ströme und ich bin zu... Ich weiß nicht, heute bin ich irgendwie nicht motiviert, in Regen rauszugehen. Einzukaufen schon, offenbar. Ich wollte viel Gemüse kaufen und was Gesundes kochen. Für alle Lieben, die ich hier so in der Gegend habe. Das wären dann 4. Macht nichts. Ein paar Karotten mehr, ein paar Kartoffeln mehr und so, ne? Aber nun habe ich... Erst war ich auf der Suche nach einer Sorte Tinte, die ich in meiner Jugend so gern benutzt habe. So mit der Feder zu schreiben, ne? Und bin dabei bei einem Auktionshaus gelandet, hat mir ein silbernes Tintenfass so gut gefallen. Na, die Auktion ist vorbei. Das kann ich vergessen. Schluss ist es mit der edlen Vorstellung von edler Tinte auf edlem Papier an tolle Leute. Ich finde schon ein anderes, aber was mir ins Auge gefallen ist, das sind Austerngabeln. Sie sehen hübsch aus. Ich habe in meinem Leben noch keine Auster gegessen. Ich wollte auch jetzt nicht damit anfangen, aber wie soll man existieren, wenn man keine Austerngabeln besitzt? So teuer sind die gar nicht. Oh, pardon. Jedenfalls... Müsste man sich da registrieren? Das ist nicht das Problem. Sowas kann ich. Aber ich glaube nicht, dass ich jemals Austerngabeln brauche. Stattdessen wäre ein Obstbesteck gar nicht schlecht. Oder so 2. Hä? Hey? So, ich mache doch gerne im Sommer Picknick im eigenen Garten. Weniger mit Meeresfrüchten als mit Obst und Gemüse. Irgendwie muss es doch hinzukriegen sein, alles Mögliche so zu schnipseln, dass man es auch mit Austerngabeln essen kann. Ja, ich wollte schon mal eine Sardinengabel kaufen und eine Pickle-Fork für meine Freundin. Ich habe natürlich nach einem bestimmten Jahrgang gesucht, weil genau da der Roman schreibt, den sie spielt, den sie geschrieben hat und mir gewidmet hat. Und dann musste das natürlich eine Gürkskin-Gabel sein, die im Ja, 1931 produziert wurde. Ist nichts draus geworden. Es gab nur eine. Sardinengabel allerdings, sie hat eine Katze. Wie kann sie denn der Katze eine Sardine servieren ohne eine adäquate Sardinengabel, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich an O'Malley gedacht, für den ich extra ein kleines Buttermesser ersteigert habe. Ein silbernes. Damit... Er kriegt sonnabends immer einen Klecks Butter auf einem Tellerlein serviert. Aber das habe ich auch noch nicht gemacht. Dem ist es nämlich vollkommen schnuppe, ob ich das mit dem Finger mache. Notfall gegebenenfalls würde ich das tun. Wenn es irgendwie hygienisch wäre, Nagellackspuren im Butter zu hinterlassen oder so. Oder ob ich da ein Messer zu nehmen. Ganz normal, es ist ihm völlig egal. Hauptsache es wird serviert. Ich möchte nur die Prozedur an sich haben. Und außerdem, Austerngabeln, ja du meine Güte, vielleicht geht es auch für Muscheln, so gesund sollen die aber nicht sein, wenn man zu viel davon isst. Apfelstückchen, das ginge doch. Mit denen auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein... Ich darf nicht sagen, welcher Griff das ist. Aber da es 1800 noch was produziert wurde, kann man schon mal daran denken, dass das nicht unbedingt Holz ist, was da verarbeitet wurde. Ein sehr helles, elfenbeinfarbenes. Mm-mm. Ja nun, irgendjemandem hat es gefallen. Irgendjemand hat damit Gäste erfreut und sich selber. Da müsste ich unterwegs nicht nur einen Untersetzer aus Leder... Für ein extra Glas mitnehmen? Ich trinke mein Zeugs nämlich nicht aus Pappe. Also Pappe eher. Ne? Aber nicht aus Plastik. Also wenn ich Wasser trinke, bitte sehr aus einem Glas. Jetzt brauche ich nur noch einen silbernen Strohhalm. Dann ist der Tag gerettet. Ich bin pleite und kann kein Essen mehr kaufen. Für eine schöne, normale Gemüsesuppe. So wird's laufen. Also würde ich jetzt bitte mal gerettet werden von irgendwem?
Gibt's da draußen irgendeinen Antiquitätenhändler, der ein paar Sachen nicht mehr braucht, weil er seinen Lagerplatz nicht endlos erweitern kann? Ja, da habe ich eine Idee. Ich habe Ideen, was man mit allen möglichen Krams so machen kann. Würdevoll. Mit ein bisschen Verstand. Weil ich immer noch weiß, um welche Uhrzeit man sich nicht und bei welcher Gelegenheit, beim schicken Essen oder so, sich nicht mit der falschen Gabel am Kopf kratzt. Das weiß ich. Ich könnte noch weiter erzählen über die Escargot-Gabel, die ich bestellt habe, nur damit ich im Garten mal einen schicken Film drehen kann. Mit Schnecken. Über Tischmanieren. Also ich wollte den nur spaßeshalber einbauen. Jetzt ist sie da und ist irgendwie so gepresstes Blech. Das geht überhaupt nicht. Aber ich leiste überhaupt nicht diesen Industrienvorschub, die... wenn das nun irgendwie... Ja, das ist jetzt mal ein bisschen peinlich. Nicht für mich. Für die, die nur dorthin gucken würden, ist das peinlich. Und nun muss ich mir was überlegen, wo ich einen kleinen Kerzenhalter herbekomme, in den normale Christbaumkerzen passen. Vorzugsweise also Silber. Ich habe mir nämlich Christbaumkerzen bestellt. Dieses Jahr werde ich keinen Christbaum haben. Aber so eine Christbaumkerze anzünden, adäquat, das werde ich. Ja, irgendwie gibt es nur die Dinger zum Anklemmen an Bäume. Ich habe ja schon eine Idee. Dafür bräuchte ich aber einen silbernen Eierbecher, damit ich den mit Murmeln füllen kann. So was habe ich schon mal gemacht. Macht echt Spaß. Es müssen noch keine antiken Murmeln sein. Sie sollen nur die Kerze halten. Nein, Sand geht nicht. Wenn der auskippt. Was mache ich denn dann ohne meinen silbernen Staubsauger, der erst erfunden werden muss? Ja, es gibt welche, die sind genauso teuer. Naja, Gedanken zum Tag und so. Ich habe noch mehr Gedanken. Nämlich den hier. Klick. Tschüss.